Howdy, Partners, welcome back on the ranch. Dear Field, ja. Ich hab mal das mit der Kamera ausprobiert. Ich habe jetzt einen USB-Port gewechselt. Ich habe das Kabel ein bisschen anders verlegt. Vielleicht waren es auch einfach Interferenzen. Ich guck nochmal. Das war so meine letzte Idee. Eine Software schon alles aktualisiert und wird nicht all. Ja, schon eine ganze Menge ausprobiert, aber war nicht so richtig erfolgreich bisher. So, und ich habe euch gesagt, wir stellen den jetzt hier an. Dann gucken wir mal, ob das mit der Kamera einigermaßen hinhaut. Das war ja auch nicht immer irgendwie. Deswegen ist es ein bisschen schwer für mich nachzuvollziehen, wann das denn passiert ist. Aber jetzt wird als erstes mal hier die Dreschernummer angesetzt. Ich überlege tatsächlich gerade, ob wir den Kurs speichern, dass wir Stroh aufnehmen können mit dem Ladewagen. Obwohl, wir brauchen kein Stroh, oder? Was auch, wir brauchen kein Stroh, wir wechseln das. Der Rest wird dann halt hier untergegrubbert. Aber wir brauchen natürlich einen Kursplay-Kurs. Kursgenerierung. Zweimal Vorgewinde. Enges Feld, Vorgewinderichtung. Ne, zwei Vorgewindebahnen. Im Uhrzeigersinn soll mir auch recht sein. Feld 1 ist richtig. Das ist nur ein Fahrzeug. Dann generieren wir mal den Kurs, ja. Und viel Spaß, kann ich nur sagen. Am ersten Wegpunkt. Und Abfahrer einstellen. So, und du? Ah, Moment, wir müssen gucken. Bei Autodrive ist Feld 2 ist damit drin. Der hier hat auch Feld 2, aber der wird natürlich dann entsprechend den Drescher abfahren. Und zwar nicht bei Kalk abladen, sondern bei Hofsilo. Jetzt müssen wir gerade eben gucken. Hof Mitte. Futtersilo nicht. Hof Erweiterung, Hof Mitte. Jetzt sag mal. Ist der, gibt's den nicht mehr? Ich habe doch in der Mitte vom Moment. Ich habe doch hier einen AD-Kurs, oder? Hofsilo, aber da gibt es keinen AD-Kurs. Wo ist der AD-Kurs hin? Ja, sag mal. Da musst du doch hin. Mann. So richtig wundert mich jetzt aber schon. Dann gucken wir mal. Machen wir es halt, ne? Wenn es keins gibt, dann müssen wir es halt machen. Aber von der anderen Seite müssen wir es anfahren, weil von dieser Seite könnte man mit manchen Kippern einfach nicht gut abkippen, ne? Dann würde man hier bei dem Silo vielleicht stecken bleiben. Aber irgendwie gibt es hier tatsächlich keinen AD-Kurs dadurch. Das ist aber mehr als außergewöhnlich gerade. Oder habe ich damals die ganzen... Es kann sein, dass das alles Cosplay-Kurse waren. Das will ich nicht abstreiten. Das mag alles sein. So, dann gucken wir doch mal. Ja, wollen wir den erst verbinden? Ja, ne? So. Lass mal den mal schön langsam da durchfahren. So. Und zwar ist das dann hier. Hofsilo. Und schicken wir den wieder hier auf die Strecke, ja, ne? Weil der kann ja da hinten noch rumdrehen, oder? Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir noch einen Kurs wieder zurückdrehen dann. So. Nein. Ja, so passiert, dass das hier irgendwelche Punkte gesetzt werden.
So, dann müssen wir mal gucken, ob wir da vorne wieder umdrehen können. Kann hier lang fahren, hier, 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 hier. Kann hier lang fahren und dann kann er hier lang fahren, aber die Strecke ist natürlich nicht schön. Das Schöne ist natürlich, wenn das ein bisschen runder wird. Dann kann er da hinkommen. Und auch beide Richtungen. Alles klar, das läuft. Also. Ja, den können wir hier mal nachfüllen. Flüssigdünger war da drin. Wollen wir den mal nachfüllen gehen. Gucken, ob der hier auch auffüllen kann, ob der Trigger soweit reicht. Ja, das reicht. Oh, der ging schnell. Ja, das ist mal ein schneller Flüssigdüngerauffüller. So, aber jetzt hier. Drescher abfahren, Feld 2 und zwar zum Hofsilo. Auf Ruf warten, du fährst noch. Okay, dann sollte das jetzt passen. Ja, der wird gleich irgendwann losfahren. Die Frage ist, Einstellungen, soll ich mal gucken. Hochumfahrung deaktiviert. Das ist alles in Ordnung. Früher rufen. Ab 80% reicht, glaube ich. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich oder hoffentlich gleich kommen. Aber das kriegen wir hin. Das soll nicht das Problem sein. Wir müssen mal gucken, was hier mit den anderen Sachen gerade läuft. Achso, ja genau, hier unser Güllefass, ne? Erstmal verkaufen gehen. Tut mir leid, auch wenn du ein schönes Güllefass bist und ich die Nummer mit den Rädern, mit dem Ausfahren echt gut finde, aber es war leider nicht so ergiebig, deine Nutzung. Und ja, gut, das abhängen und das abhängen. Echt. So. Dann fährst du mal zu Saatgutdünger. Können wir das nicht verkaufen gehen? Das wird verkauft, ja. Und das wird auch verkauft. Und du fährst nicht los, findest du keinen Kurs? Hallo? Das ist doch wirklich nicht so schwer. Du stehst hier direkt davor. Du wirst doch wohl irgendwie zu Saatgutdünger kommen, oder? Also das ist manchmal... Was soll man da sagen, ne? So. So, fünffach laufen funktioniert auf jeden Fall insofern, als dass es halt gut jetzt wirklich vorwärts geht. Gut, klar, die Ernte kann nicht schneller gehen. Oh, hier haben wir Unkraut drauf. Guck mal bitte. Aber dafür haben wir eine Rubikon in der Nähe. Stellen wir die auch mal an. Eigentlich müssen wir die gar nicht hinfahren, ne? Eigentlich kann der das von alleine. Hat das eigentlich funktioniert? Mit dem. Ich gucke ja nicht immer die ganze Zeit auf mein Bild, dass es nicht mehr flackert. Wäre ja schon mal ein erster. Wäre auf jeden Fall gut. So, gucken wir mal, ob wir hier was haben. Ne, haben wir nicht. Dann generieren wir den eben, ne? Kursgenerierung. Mauer 2 Vorgewendebahn. Und das ist Feld 6. Ein bisschen reduziert die Arbeitsbreite, dann geht er übereinander. Ja. Guck mal her, da müsst ihr gar nicht lange fahren. Und
am ersten Wegpunkt. So, dann kann der nämlich hier mal schön Unkraut bekämpfen gehen. Was hier? Ich denke, das wird was. Sollen wir mal ein bisschen gucken bei der den Abstand. Ja, das habe ich fast befürchtet, dass der Abstand zu groß ist wegen der Drescher-Nummer. So, müssen wir mal gucken. Abstand Rohr 0,75. Ich weiß nicht, wo der jetzt hinfährt. Können ja noch mal ein bisschen fahren lassen. Vielleicht findet er das ja noch. So. Ach, guck mal hier, der fährt tatsächlich immer weiter. Das ist doch schön. Irgendwie scheint er das doch hingekriegt zu haben. Und jetzt fährt er das Silo platt. Der fährt und fährt und fährt. Aber ihr seht schon, ne? Obwohl der hier die ganze Zeit rumfährt, ein Selbstläufer ist das nicht, dass das hier mal eben flacher wird. Wenn er die ganze Zeit den gleichen Kurs juckelt und er trotzdem noch so aussieht, ist das schon ein bisschen traurig. Weil wir können hier so lange mal hier ein bisschen Zeug in den BGA kippen, dann brauchen wir ja die Kohle. Obwohl, wir können tatsächlich auch mal eine Fuhre Pferde verkaufen. Was hätten wir denn noch? Ja, wir können später nochmal Produktionen gucken, natürlich. Und ich hatte noch was ziemlich Großes vor, ne? Ich hatte ja einen Plan mit Feld 13. Muss ich aber auch noch ein paar andere Sachen umbauen. Da kommt er wieder. Irgendwie ist das schon witzig, dass der hier so rumfährt. Oh, habt ihr das gesehen? So wird er eingeparkt hier, der Torion. So, Rubicon läuft. Warte mal, wo ist denn hier Saatgutdünger? Ist doch hier irgendwo, oder? Ah, da steht er ja sogar. Guck mal. Und dann werden wir den jetzt aber mit dem Vogel dann fast losfahren und gucken, ob das besser funktioniert. So. Und zwar sollst du holen. Ah, erstmal so. Und. Geres. Da steht sogar noch drin alles, ne? Aber du sollst natürlich fahren zu Feld 15 oder 16 war es mal, 15 machen wir mal. So, das läuft. Hier läuft auch außergewöhnlich gut, da müssen wir uns überhaupt nicht drum kümmern. Das geht einfach von alleine. Gut, der wird jetzt hier nachher im Weg stehen, aber oftmals kriegt er das ja auch hinter, der dann rauslässt. Ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wo der Traktor hin ist. Wo bist du? Wo ist der hingefahren? Hilfe! Wo ist der Abfahrer hin?
Hallo? Okay, du, ja gut, das kann ich verstehen, dass du versuchst hier rumzufahren. Aber das ist natürlich auch nicht so richtig gut. Komm, wir schicken dich mal hier auf den Kurs hier, das müsste ja gehen. So. Also, das hier haben wir eine Reihe. Aber ich habe keine Ahnung, wo mein... mein Abfahrer ist. Da. Aber du hast nicht abgefahren. So, Fahrraddrescher abladen. Können ja mal den Abstand zum Rohr verringern. Wir machen mal auf 0. Definitiv noch zu weit weg. Wir stellen ihn gleich nochmal an. Ich guck mal, wenn der auf dem Feld steht, ob er das dann besser hinkriegt. Das ist aber schon auch eine merkwürdige Nummer gerade. Ja, jetzt fährt er weiter hier. Konnte man auch irgendwo einstellen, muss ich gleich mal gucken. Erstmal eben aus. So, lassen wir den hier nochmal wieder weiterfahren. Und beim Drescher. So, wieder den Gerät von der Seite jetzt war. Ich meine bei den Einstellungen hier. Nee, da war es nicht. Ach, da während dem Ablein anhalten, das war es. So. Hier bei der Abfahrersteuerung, ne? Seht ihr hier? Ich suche das jedes Mal wieder. Das zeichnet vielleicht das Alter aus. So, wo fährt der jetzt hin? Feld 2 fährt er hin. Naja, gut. Vielleicht funktioniert das ja irgendwann. Na, guck mal, die warten auch tatsächlich aufeinander. Also, das ist schon ordentlich, was die hier machen. So. Wo ist denn unser. Ach, da, guck mal, da kommt doch auch unser. Guter mit dem Güllefass. Ja, und wird doch was. Aber wir können natürlich jetzt auch anhalten. Fahren wir den Rest hier noch eben selber. So, 17 km fährt er mit dem Güllefass. Achso, das könnte aber sein, dass das eine Reparaturnummer ist, ne? Ja, können wir vielleicht nochmal bei Gelegenheit gucken.
Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass wir das Feld gewöhnt bekommen. Wir müssen ja die Seemaschinen drauf ansetzen. Die lassen wir aber wieder ganz regulär mit Cosplay und AD fahren. Das machen wir keine Experimente. Also mit selber fahren und so. Ja, der kann wahrscheinlich gleich nochmal ein Fass voll holen, also das wird uns nicht reichen hier. Ich weiß gar nicht, wann ich die Folge bringe, aber... Ja, so oder so, ich kann euch das auf jeden Fall erzählen. Ich war am letzten Wochenende, also für mich ist es, ja doch, kann ich sagen. Ich war am letzten Wochenende in Erlangen und habe da schön das Alpin-DLC angespielt. Ne? Vielleicht habt ihr ja das schon gesehen. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wann ich es bringe. Wir durften das exklusiv anspielen, einige Partner von Giants. Da gehörte ich dazu. Das war schön. Ein spaßiges Wochenende. Und vielleicht... Ja, das ja gesehen. Die Nummer. Falls ihr wissen wollt, ob sich das Alpin-DLC lohnt. Reingucken. Reingucken. Ja, da habe ich schon genug davon erzählt, ne? Ja, hier das Stückchen fahren wir jetzt noch mit. Wieder jetzt doppelt gedüngt hier, ne? Große Nachfrage bei Ranch. Was hat die Ranch in der Nachfrage? Sollen wir vielleicht wirklich gleich mal gucken? Kann sein, dass sich es durchaus mal lohnt, darüber nachzudenken, noch was zu verkaufen, ne? Lassen wir den jetzt noch mal abholen. Nee, du sollst Gerest abholen. Das ist ja nichts mehr drin. Wieso willst du 12, 15 hier? Das verstehe ich auch nicht. Der müsste doch eigentlich, wenn ich sage, hier, wenn ich diese Pfeiltaste drücke, müsste der doch eigentlich weitergehen, oder? Irgendwie. Kriegt er echt nur in den seltensten Fällen. Also das irgendwann ist das rausgefallen. Naja, wir lassen ihn mal machen. Vielleicht kriegt er ja. Versteht das ja gleich, ne? So, was ist denn hier mit unserer Nummer? Ja, genau das habe ich mir gedacht. Dass der jetzt dahinter steht und wartet, dass der hier wegfährt. Vorgewendet erst einmal durchfahren. Ne? Lass mal den Drescher mal. Was machst du jetzt? Nein. Oh, jetzt fährt die. Funktioniert nicht immer alles, ne? Da kann man noch so gut sich mit den Dingen auskennen. Irgendwann ist er dann doch wieder weg. Na, guck mal, ich hätte noch ein bisschen was mitkriegt. Sonst ist er zur Not später nochmal. So, jetzt haben wir natürlich am nächsten Wegpunkt. So, und dann können wir den anderen auch wieder hier losfahren lassen. Und da wollen wir gucken, was es bei der Ranch gibt, ne? Ranch, das ist hier. So, und wo ist denn hier die große Abnahme? Bei Eiern oder was? Ich habe keine Eier.
Papier. Papier kann man da abgeben. Na, habt ihr nichts mehr zu schreiben, Jungs, oder was? Ja, so sieht's aus. Die haben einfach nichts mehr zu schreiben, ne? Also ich finde immer noch, es sieht nicht aus, als würde der hier ordentlich verdichten, oder? Rumgeeiere hier. Aber wir haben hier ganz viele Sachen am Laufen. Ne? Die Rubikon ist fertig. Ja, das passt auch. So, was denn jetzt hier? Kriegen wir jetzt hin? Sieht gut aus. Obwohl die tatsächlich der Abstand zum Rohr durchaus noch ein bisschen höher sein könnte. Aber das reicht, das ist okay. Er kriegt sie jetzt anscheinend hin. So, dann lasst uns doch mal einen Blick. Ne? Wir haben schon eine halbe Stunde, ey, das ist total irre. Lasst uns doch mal einen Blick in die Produktion werfen, damit wir gucken, ob da jetzt demnächst noch was für uns wieder dabei zu tun ist. Also Karton, Papier, mehr Paletten. Das ist zwar nicht das meiste, aber da hätten wir wieder was. Volle Produktion ist das, die Grastrocknung. Ist ja schön. Leere Rohstoffe 0 von 1. Leere Rohstoffe hier, Diary. Da müssen. Was brauchen wir denn? Da. Karton und Leerpaletten. Wisst ihr was? Die fahre ich jetzt. Die fahren wir noch ein, oder? Ja. Kommen die doch hier direkt. Hauen wir hier ein bisschen Karton da raus. Kann direkt zu den Milchbrücken fahren. Komm schon. So. Und Leerpaletten müsste ja jetzt auch ein bisschen was da sein. Also die können wir auch gleich drüber fahren eben. Schnell runtergenommen. So. Und dann, ach guck mal, Zucker ist auch schon wieder fast voll. Jo. Läuft mit dem Zucker, ne? Vielleicht können wir da mal einfach eine Runde wegfahren demnächst. Ja, das ist halt das Problem. Der Leerpaletten ist wirklich ein rares Gut hier. Da muss man echt entscheiden, wo wir sie gerade reinbringen. Aber das kriegen wir noch hin. Das. Tutu. Da haben wir noch gar keine Produkte hier rausgefahren aus der Milchproduktion, ne? So. Da ist jetzt auf jeden Fall erstmal wieder was drin. So, dass die hier weitermachen können. So, dann gucken wir gleich, was bei den anderen Wachen noch so ansteht. Achso. So. Gut, Holzhacker. Lemon ist aktiv, aber da müsste auch mehr als genug drin sein. Magazin ist nicht aktiv. Leerpaletten. Ja, es fehlen Leerpaletten. Wir brauchen mehr Leerpaletten einfach. Das ist so. Was ist denn jetzt mal hier mit der Tuchfabrik? Ich bin mal. Doch, da passiert was. Guck mal. Tatsächlich. Läuft langsam, aber es passiert was. Könnten wir uns auch noch eine von denen stellen am Ende des Tages, ne? Aber. Warum? Also, das muss man jetzt auch nicht haben. Aber, guck mal hier. Wir könnten noch. Ich wollte auf jeden Fall auch noch mal in die
Guck mal hier. Es gibt einfach keine Aufträge mehr, weil ich die ganzen Felder aufgekauft habe hier auf der Karte. Ich wollte aber gerne mal gucken, was hier gerade, was wir so haben. Wir haben 577.000 Liter Hafer. Da könnten wir auch mal was wegbringen, ne? Getreidespeicherzentrum. Da könnten wir schon mal ein bisschen was wegfahren. Wir haben Raps hier noch, Sojabohnen. Ja, Hafer habe ich oft gemacht. Und so ein paar Zuckerrüben, bisschen Kartoffelchen. Aber ansonsten, ach ja, gut, Stroh, Heu, Hackschnitzel. Ja, wir haben schon noch von allem genug, was wir so im Verbrauch haben müssen, ne? Aber wir können tatsächlich auch mal ein paar Pferde wegfahren. Auch das wäre eine gute Nummer. So, aber liebe Leute, für heute soll es das gewesen sein. Eine halbe Stunde wieder auf Hof Hirschfeld. Switty, da bist du nicht ganz unschuldig dran. Du schreibst ja immer, ne? Ich wünsche mir lange Folgen. Bitte, lange Folge. Aber das soll es für heute gewesen sein. Und schaltet natürlich auch beim nächsten Mal wieder ein. Lasst mir ein Däumchen da, einen Kommentar. Gefallen euch die langen Folgen? Switty, ich weiß es. Darfst du aber trotzdem gerne immer reinschreiben. Ja, lange Folge, super. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mal gucken. Auf der Wild West, auf der Kandelin, im Feldversuch. Es gibt ja so viel zu spielen. Ja? Bleibt ja einfach nicht aus. Bis dahin, alles Gute, bye bye und ade.